Also bei Geimpften ist es so, dass man oft schon Symptome hat, bevor man überhaupt ansteckend ist. Weil die Impfung führt dazu, dass sozusagen der Körper sehr schnell reagiert, noch wenig Viruslast. Und dann erst kommen die Viren und dann steigt die Viruslast. Das ist übrigens auch einer der Gründe, weshalb quasi die Impfungen die Pandemie begrenzen. Weil sehr häufig sind die Leute schon mit Symptomen unterwegs und bleiben dann auch zu Hause, noch bevor sie wirklich ansteckend sind, weil bei demjenigen, der geimpft ist, die Symptome oft beginnen, bevor die Viruslast sehr hoch ist. Das ist bei Ungeimpften ganz anders. Bei Ungeimpften ist zuerst die Viruslast sehr hoch und dann kommen die Symptome. Nein, also das war kein Fake, das war ist Karl Lauterbach weniger auf ein der Risiko für andere, als wenn man genau so im Originalton. Fragen Sie mich nicht, ich habe das aus der Impfwerbung etwas anders in Erinnerung gehabt, aber ich bin ja auch medizinischer Laie. Ob das jetzt etwas ist, was wirklich alle dazu bringt, sich doch noch oder wiederholt impfen zu lassen, wie es der Minister ja möchte, ich weiß es nicht. Manche schimpfen ihn ja als Pharmavertreter. Ja, wenn er denn einer wäre, dann würde ich mich fragen, ob er ein erfolgreicher ist nach so einer Aussage. Man muss es sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen und darum jetzt zum Schluss noch einmal diese Aussage. Voilà! Also bei Geimpften ist es so, dass man oft schon Symptome hat, bevor man überhaupt ansteckend ist. Weil die Impfung führt dazu, dass sozusagen der Körper sehr schnell reagiert, noch wenig Viruslast. Und dann erst kommen die Viren und dann steigt die Viruslast. Das ist übrigens auch einer der Gründe, weshalb quasi die Impfungen die Pandemie begrenzen. Weil sehr häufig sind die Leute schon mit Symptomen unterwegs und bleiben dann auch zu Hause, noch bevor sie wirklich ansteckend sind. Weil bei demjenigen, der geimpft ist, die Symptome oft beginnen, bevor die Viruslast sehr hoch ist. Das ist bei Ungeimpften ganz anders. Bei Ungeimpften ist zuerst die Viruslast sehr hoch. Und dann kommen die Symptome.